Hallo, liebe Campingfreunde. Heute mache ich einen Test, genauer gesagt einen Leistungstest. Ich teste die EcoFlow Delta Max und prüfe mal, ob die in der Lage ist, unsere Kaffeemaschine und den Milchabschäumer zur gleichen Zeit zu betreiben. Viel Spaß! Für diesen Test trennen wir jetzt unseren fest verbauten Strominverter und stecken das Kabel in die EcoFlow. Dafür nehme ich jetzt mal provisorisch ein Verlängerungskabel. Mit der in die Ecke floh. So. Sorry für die Kameraführung. Ich habe jetzt gerade kein Stativ zur Hand. So, das sitzt. Mal hier das Display aktivieren. 76% haben wir. Alles gut. Dann machen wir den 220 Volt Stromkreislauf an. So, jetzt ist er an. Die LED leuchtet. Okay. Und im Display wird es auch angezeigt. So. Jetzt gehe ich mal wieder in die Küche. Kontrolle, Strom ist jetzt an, das Bordnetz ist verbunden. So, dann werde ich jetzt mal die Senseo und die Milchaufschäumer einschalten. Mal sehen, was passiert. Okay, also man sieht es unten rechts. Gehen gerade 1880 Watt raus. Das, also da geht dann nicht mal der Lüfter an. Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Und hier heizt die Kaffeemaschine und der Milchabschäumer läuft. Über 1800 Watt. Und die EcoFlow macht keinen Mucks. Lüfter geht nicht an. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt sehr angenehm überrascht. Senseo ist noch am Blinken. Sie heizt noch. Und im Milchabschäumer ist ja auch eine Heizspirale drin. Also da geht einiges raus und jetzt hat die Heizung kurzzeitig ausgeschaltet. Jetzt ist er gerade bei 500-600 Watt und der Kaffee läuft. Toll. EcoFlow Delta Max. Daumen hoch. Um jetzt die EcoFlow
voll zu integrieren, kann man jetzt die EcoFlow mit dem 220 Volt Walter Stecker direkt an den fest verbauten Inverter gehen. Der wird ja während der Fahrt geladen, beziehungsweise die Bordbatterie wird während der Fahrt geladen, wo er seinen Strom herbekommt. Einmal durchs Fahren und einmal durch die Solarpanels auf dem Dach. Und so kann ich bei Bedarf den Inverter einschalten und die EcoFlow wiederum laden. So habe ich dann eine Kapazitätserweiterung von ungefähr von 200 Amperestunden auf 400 Amperestunden. Also das ist jetzt mal so ein Ding, was ich jetzt mal testen werde über einen gewissen Zeitraum. Und mal schauen, wie sich das bewährt. So, jetzt habe ich den Inverter mal eingeschaltet und jetzt lädt die EcoFlow mit 400 Watt. Das kann man einstellen, man kann auch mit 1000 Watt laden. Und da geht beim Laden geht der Lüfter allerdings an. Das macht er eigentlich fast immer. Aber das ist ja auch nur so ein ganz bestimmter Zeitraum, wo man das dann laufen lässt. Das kann man während der Fahrt laufen lassen. Das würde man jetzt nicht nachts unbedingt machen. Das Schöne daran ist auch noch, dass man die EcoFlow bequem über die EcoFlow App steuern kann. Da habe ich gerade mal nachgeschaut. Also die Ladegeschwindigkeit kann man bis auf 2000 Watt hochfahren. Ich bin jetzt mal auf 1500 Watt gegangen. Das sieht man auch oben rechts im Display. Und dementsprechend schneller ist die EcoFlow auch wieder gefüllt. Also man kann das sehr individuell nutzen. Natürlich kann man die EcoFlow auch als einziges, als Hauptsystem durchaus laufen lassen, ohne dass man hier feste Systeme, hier einen festen Inverter und so weiter einbaut, indem man sie halt einfach ans Bordnetz anschließt. Also man müsste sich jetzt vielleicht noch im Detail überlegen, wie man das am besten implementiert, aber da sehe ich eigentlich keine Bedenken. Ja, tolle Sache. Das Allerbeste an der ganzen Geschichte ist, dass ein großes Online-Kaufhaus mit A bietet die jetzt zurzeit zum Sonderpreis an. Statt, ich glaube, 1200 Euro kostet die im Moment um die 750 Euro. Die sind dann werksüberholt oder so, aber wohl unbenutzt. Kann man auch direkt bei EcoFlow auf dem Shop bekommen. Also wer jetzt da mit dem Gedanken spielt, der sollte jetzt zuschlagen. Das ist übrigens jetzt keine bezahlte Werbung, das ist nur meine persönliche Meinung. So, dann werde ich das Video jetzt hier mal beenden und ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao!